Herzlich willkommen zur 5-Euro-Megashow. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Unsere 5-Euro-Megashow. Ich weiß, dass Sie genau auf diesen Zeitpunkt gewartet haben, denn wir verwöhnen Sie jetzt 50 Minuten lang mit Schnäppchen an Schnäppchen an Schnäppchen. Jedes davon kostet Sie gerade mal 5 Euro und Sie dürfen auch in der 5-Euro-Megashow gerne bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen. Es sei denn, wir sagen etwas anderes dazu. Monika weiß, was wir zeigen und die holen wir jetzt gerne mal dazu. Und ich bin mal sehr gespannt. Wir haben ja auch gerade in der 5-Euro-Megashow immer eine schöne Auswahl aus unterschiedlichen Produkten. Ganz wichtig, bleiben Sie bitte bis zum Schluss dabei. Ne? Ganz am Ende der Sendung haben wir nochmal einen Artikel, immer das auch sein mag, halbiert auf 2,50 Euro. Aber wir beginnen mit... Das ist ein Knaller hier. Das ist eine Schwanenhals-Tischleuchte. Gib dir mal eine rüber. Sekunde, ich habe auch eine Energiequelle dazu, die mit USB-Anschluss geladen wird. Kannst du super mal an so einer Powerbank, einem Netzteil logischerweise auch oder eben auch mal an einem Computer mit Strom versorgen und hast hier nicht nur ein sehr dekoratives Highlight, sondern auch noch ein Highlight mit einer wirklich bombastischen Lichtquelle. Und ich meine, ich müsste es noch mal eben ausprobieren, aber ich meine, dass du sogar unterschiedliche Lichteinstellungen hast. Also das ist unterschiedliche Ja, aber du hast noch was ganz Wichtiges vergessen. Richtig. Man kann dieser Kringel hier drauf, sein Mobiltelefon, sein Handy aufladen, wenn man das hier drauflegt. Das ist nämlich auch eine Qi, so nennt sich das, Ladestation, also eine Induktionsladestation, kontaktlos, beziehungsweise nicht kontaktlos, sondern kabellos. Einfach Ihr Smartphone, das Qi-fähig ist, drauflegen. Aber du hast natürlich auch recht mit den Lichtfarben. Wir haben hier Tageslicht, Arbeitsweiß und warmweiß, je nach Bedarf. Ja. Ich sage jetzt mal, die Damen, wenn sie Fingernägel lackieren, machst du helles Weiß, damit auch alles klar zu sehen ist. Ja. Und abends, wenn du vielleicht im Schlafzimmer noch ein Buch liest, dann dieser warmweiße Ton. Aber das ist richtig klasse. Du, und früher gab es das ja nicht. Da musstest du, je nach Lichtfärbung, musstest du eine neue Lampe kaufen. Ja, dass wir hier diese drei Lichtfärbungen in einem Gerät drin haben, das ist schon sensationell. Aber jetzt die Qi-Ladestation. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die allein für so eine Ladestation ja zwischen 30 und 50 Euro bezahlt haben. Mit Sicherheit, ganz sicher sogar. Ich müsste jetzt mal gucken, was die bei einem amerikanischen Hersteller, der was mit Obst zu tun hat, kostet. So eine separate Qi-Ladestation. Aber ich finde es unglaublich praktisch. Also alle Handys... Behaupte ich mal, so der letzten 4, 5 Jahre, also die letzten 1, 2 Generationen von Handys, können das meines Wissens nahezu alle. Man kann ein Handy theoretisch auch umrüsten. Das geht mit so einem kleinen Plättchen in die Schutzhülle rein. Dann lädt sich das Ganze quasi per Induktion. Das heißt, man muss nicht dauernd irgendein Kabel reinstecken zum Aufladen, die nächste Steckdose suchen und. Sie legen es einfach hier drauf. Sie haben die Lampe ja sowieso auf dem Tisch stehen, das Handy sowieso wahrscheinlich in Griffweite. Und dann legen Sie es ganz einfach hier vorne einfach nur drauf, ohne ein Kabel reinzutun. Und dann lädt sich das Ganze automatisch auf. Ich mag das auch, dass diese Lampe hier diesen Schwanenhals hat. Ja, die super, kann man also ne? perfekt drehen und wenden, wo auch immer du sie haben willst. Ja. Da passt das genau hin. Ja, und schreibt zum Beispiel Annette aus Stuttgart, jetzt habe ich endlich Licht beim Nägel machen, ohne dass mir die Lampe im Weg ist. Und Adrian aus Meddersheim schreibt, die Lampe ist super. Einfach in der Handhabung mit drei verschiedenen Lichtfarben, individuell einstellbar. Auch das kabellose Handyladen finde ich sehr gut. Betreibbar mit USB-Kabel. Ich habe sie als Nachtlicht benutzt und an eine Powerbank angeschlossen. Hatte bis zu einer Woche die ganze Nacht Licht. Echt sparsam im Verbrauch. Würde ich jederzeit wieder kaufen. Und nochmal, so eine Schwanenhalslampe kostet normalerweise schon mehr. Aber da ist noch keine Ladestation dabei. Und das ist hier mit integriert. Übrigens, was du vorhin gesagt hast mit den Smartphones. Hier steht bei Samsung zum Beispiel ab dem Modell S8 sind die Qi-fähig. Beim iPhone ab dem iPhone 8, dann gibt es natürlich noch das Note, das Sony Xperia und viele andere, die eben schon von Haus aus Qi-fähig sind, geschrieben übrigens QI. Die Bestellnummer für diese LED-Schwanenhalsleuchte ist die PX2492 und die 569. Und da kann man ruhig auch mal mehrfach zuschlagen. Das ist mit Sicherheit auch ein gern genommenes Geschenk, oder? Mit Sicherheit. Also die macht sich mit Sicherheit auf jedem Schreibtisch, auf jedem Nachttisch ganz hervorragend. Oder eben, wenn du ganz einfach mal irgendwo am Computer arbeiten möchtest. Wir gehen jetzt auf die dunkle Jahreszeit zu. Da brauchst du sicherlich hier und da mal eine zuverlässige Lichtquelle. Und die hast du jetzt hier in einer Lichtfarbe deiner Wahl. Ich finde das großartig, dass man nächstes Mal ein etwas helleres Tageslichtweiß einstellen kann. Dieses schöne, gemütliche Warmweiß. Oder natürlich auch mal so eine ganz dezente Hintergrundbeleuchtung. Und die Qi-Funktion zum kabelfreien Laden von Handys ist natürlich großartig. Für gerade mal 5 Euro, also ich bitte Sie, da greift man gerne mal zu. So.
Und da kommt das Schöner Riese. Start. Du, früher musstest du bei Lampen auch immer entscheiden im Moment des Kaufes, will ich tageslichtweiß, helles Weiß oder will ich warm weiß. Und dann hast du zu Hause dann unter Umständen festgestellt, ich habe mich für die falsche Lichtfarbe entschieden. Ja. Hier ist es egal. Das sieht interessant aus. Das müsste ein Lötkolben. Ein USB-Lötkolben, das ist ja mal ein Knaller. Also per USB-Strom, Ladekabel ist dabei oder Betreibe. Mal schauen, da unten ist der Stecker. So, und jetzt haben wir hier einen Lötkolben. So, ein USB-Lötkolben mit Keramik-Lötspitze. Jetzt bin ich gerade gedanklich bei diesen Lötstationen. Sie kennen das, wenn Sie also schon mal im Modellbau tätig sind, wenn Sie da mal ein schönes Hobby haben zum Beispiel oder mal im Computerbereich mal ein bisschen was bei der Platine oder was machen wollen. Auch in anderen Hobbybereichen kann man das natürlich super immer mal gebrauchen. Wenn mal was kaputt gegangen ist, wenn man wieder mal was verbinden möchte, bei Kabeln kommt das häufiger vor. Da kenne ich normalerweise nur diese recht sperrigen Stationen, weißt du, mit diesem Lötkolben, der immer in dieser Spirale da drin steckt und diesen dicken, klobigen Fuß. Ja, natürlich. Und normalerweise brauchst du 230 Volt, also eine feste Steckdose. Ja. Hier haben wir einen USB-Anschluss. Das heißt, du kannst diesen Lötkolben auch gerne mitnehmen und zum Beispiel mit einer Powerbank betreiben. Ja. Und gerade für Modellbauer ist das, glaube ich, was ganz, ganz Tolles. Aha. Weil ich glaube, jeder, der irgendwie Modellauto oder Modellboot oder Modellflugzeug hier fahren oder fliegen lässt, der weiß, dass sich oftmals irgendwo ein Drähtchen löst. Ja? Und dann musst du heimfahren und das reparieren. Mhm. Hier kannst du so kleine Lötarbeiten auch unterwegs mal durchmachen. Von daher finde ich es toll. Also ich fände das jetzt auch für 10 oder 15 Euro Spitze, aber 5 Euro, das ist ja fast unschlagbar für mich. Das ist sensationell. Jetzt gucke ich gerade mal. Ich meine, wir haben sogar Lötzinn dabei. Kann das sein? Weiß ich nicht. Hier im Paket ist keines. Und langlebiger Lötspitze, ideal für Löt- und Bastelarbeiten. Weniger als 15 Sekunden zur Höchsttemperatur. Wow. Und so bitte auch ganz wichtig, kühlt in 30 Sekunden wieder ab. Oh, das ist natürlich auch wichtig, dass wenn du einen Aus hast, dass du nicht später mal gedankenlos irgendwo hingreifst und den Finger verbrennst. Das passiert auch oftmals beim Löten, dass man sich hinterher, wie beim Bügeln, dass man sich irgendwie mal die Finger verbrennt. Das passiert hier nicht. Aber diese 15 Sekunden Aufheizzeit, die finde ich natürlich sensationell. Ja, also das ist wirklich klasse. Und auch das weiß auch der Gerd aus Wien zu schätzen, der uns schreibt, ideal für alle, ob Profi oder Bastler, gehört in jede Werkzeugtasche. Und genau so ist es. Hast du einen Haushalt, gibt es immer wieder mal ein bisschen was zu löten. Den brauchst du vielleicht nicht jeden Tag, aber wenn du ihn mal brauchst, hast du ihn griffbereit und kannst ihn natürlich auch ganz komfortabel, ganz einfach mal mitnehmen. Der nimmt so viel Platz weg wie ein Kugelschreiber so ungefähr. Sag mal, eine Powerbank oder ein USB-Anschluss oder ein Netzteil oder sowas hast du mit Sicherheit mal irgendwo zur Hand. Und dann kannst du hier löten, wenn du das möchtest. Ich gucke übrigens gerade, Lötzinn ist an dieser Stelle nicht mit dabei, aber die kriegst du für ein Appel und ein Ei definitiv auch mal im Fachhandel. Rote Betriebs-LED, damit man das Ganze auch sieht, dass der aufheizt. Und wie gesagt, nochmal, der ist in weniger als 15 Sekunden auf Höchsttemperatur. Das liegt an dieser genialen Keramiktechnologie. Spart Strom, damit spart er Geld. Und trotzdem hast du einen zuverlässigen Lötkolben immer zur Hand und das im mobilen Bereich. Toll. Also der liegt da super in der Hand. Ja, wie ein Kugelschreiber eigentlich. Du kannst also viel ruhiger damit arbeiten als mit so einem großen, sperrigen Gerät. Ja. Und ich hätte hier jetzt mal auf 15 bis 20 Euro getippt. Mit aber Sicherheit, ganz egal, was der regulär kostet. Jetzt kostet er exklusiv für Sie gerade mal 5 Euro. Also gerade alle Hobbybastler oder auch Modellflugexperten, die sollten jetzt zugreifen. Bestellnummer für unseren USB-Lötkolben mit Keramik-Lötspitze ist die NX5376 und die 569. Der NX5376 und die 569. Auch da können Sie gerne mehrmals zugreifen. Ich denke, Sie werden im Freundes- oder Bekanntenkreis den ein oder anderen Bastler haben, der sich sicherlich sehr über diese Lösung freut. Sie selber mit Sicherheit auch. Sowas, da ärgerst du dich drüber, wenn du es jetzt nicht bestellst. In einer Woche oder in zwei musst du was löten. Das heißt, hätte ich doch. Ja, da versuchst du meinen Nachbarn einen Lötkolben zu leihen und der hat auch keinen. Ja? Ja, ja. Also dann lieber einen eigenen haben und jederzeit griffbereit. Ja, also schon toller Start in die 5 Euro Überraschungsshow. Wir hatten schon zwei tolle Produkte, aber denken Sie dran, heute ist Mega-Show, das heißt eine Stunde lang und am Ende ein Produkt für 2,50 Euro, was immer das auch sein mag. Es kleppert. Es kleppert? Ja. Es kleppert richtig. Ja. Sogar. Und wie das scheppert. Ja? Das brauchst du, wenn du so ein Langschläfer bist wie ich. Damit du morgens mal aus der Kiste rauskommst. Und das sieht auch noch richtig klasse aus. Das ist ein Glockenwecker, so nennt sich das, glaube ich. Ne? Ja, ein Retro-Glockenwecker mit Quarzlaufwerk. Aber hier finde ich gleich mal eine tolle Zuschrift. Ferdinand aus Nordstemmen schreibt, Wecker klassischer Art für Senioren bestens besonders interessant. Und der Jürgen aus Oberhausen, ich bin vollends zufrieden. Ich habe schon einige Wecker probiert, aber dieser gefällt mir am besten. Die Handhabung ist spielend leicht und das Uhrwerk ist auch optimal. Es schellt genau
zu der Zeit, wie ich ihn eingestellt habe. Schlicht und einfach ein gutes Produkt. Aber gerade Retro ist ja absolut modern. Und heutzutage hast du ja nur noch diese Pieptöne zum Wecken. Ja? Ach, ich hab, ja, oder irgendwelche Musik oder sonst irgendwas. Ich habe schon ein Trauma, wenn ich im Radio meine Musik von meinem Handywecker höre. Dann habe ich immer das Gefühl, ich bin eingeschlafen oder so. Was ist mit dem Auto? Ja. Du musst es gerade überlegen. Nein, aber so dieses machst du den Wecker nochmal an? Ich glaube, selbst der größte Morgenmuffel wird bei diesem Ton wach. Da hören wir es, das klingelt. Ja? Ring. Und dann fliegt der Wecker gegen die Wand. Das sieht man aus dem Film. Ich gehe ans Telefon ran. Ja, finde ich großartig. Ja. Das ist aber ein cooler Klang, ein richtig schöner Retro-Klang und leicht abzulesen. Schauen Weißes mal Ziffernblatt, schwarze Zeilen. Kurz super. Auf pearl.de, was der reguläre Preis ist. Da sehen wir es, 11 Euro, das ist schon günstig. Was, 11 Euro? Du, aber für 5 Euro ist das auch mal so eine ganz tolle Geschenkidee. So als kleiner Wink mit dem Zaunpfahl für Leute, die gerne verschlafen oder die oftmals zu spät kommen. Denen schenkst du so einen Retro-Wecker. Ja. Ich glaube, die Botschaft kommt dann an. Ja. Unser Modell Teenager 2000. Teenager 2000. Guten Abend, okay. Meine Damen und Herren. Guten Morgen, liebe Studenten. Ja. Der hat sogar noch ein Licht, habe ich gerade gesehen. Wenn du hinten auf den Lichtknopf drückst, zack, kann also man den sogar beleuchten. Also auch im Dunkeln ablesbar. Ja, also. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer. Die SD 4444 und die 569. Ein Wecker, den man sicher nicht überhört. Ja? Also ich finde das klasse. So für einen Morgenmuffel. Ja? Ja. So einer, der mit dem Handy 37 Mal auf Snooze drückt, ja, oder was weiß ich. Wenn der da mal losrasselt, ja, aber außer Griffreite, musst du den aufstellen. Wollte ich gerade sagen, den würde ich also gegenüber auf mein Sideboard stellen im Schlafzimmer, damit ich aufstehen muss. Weil auf dem Nachttisch wirst du ihn ja dann runter oder so. So ungefähr. Oder wie gesagt, beim Handy oder soll man ein Handy ja sowieso nicht unbedingt beim Schlafen neben sich liegen haben, Strahlung und so weiter. Da habe ich dann lieber mal einen coolen Wecker da stehen. Ja, also finde ich sehr cool. Mir gefällt der ausgesprochen gut. Sehr schön. Erinnert mich auch an unsere Kindheit. Wir hatten solche Sachen. Ja, ja. Oder? Ja, definitiv. Ja. Damals. Erinnern Sie sich noch. Als noch die Ritter auf Kreuzzug waren. Ja. So. Dankeschön. Dankeschön, vielen Dank. So. Das ist eine Tasche. Ach, ich denke, ich weiß, was es ist. Ich glaube, das sind unser Brillenset. Wenn das heißt, das Brillenetui alleine, das kostet schon locker 10, 15 Euro, wenn du es im Fachhandel kaufst. Ich weiß das, weil ich mir eins verbummelt habe. Aber es geht de facto wirklich um diese Brille. Es ist eine 3-in-1 Bildschirmbrille mit magnetischem Sonnen- und Nachtsichtaufsatz. Jetzt haben wir drei Funktionen. Zum einen, glaube ich, dieser typische Blaulichtfilter. Genau. Also Blaulichtfilterbrillen, die sind sehr, sehr wichtig, weil Blaulicht, also strahlen alle Monitore heutzutage ab, eben die Bildung des körpereigenen Hormons Melatonin mindern. Und dadurch kommt es eben nicht mehr zu ausreichenden Tiefschlafphasen. Jetzt haben wir aber noch zwei magnetische Aufsätze. Einmal als Sonnenbrille oder der zweite Aufsatz als Nachtsichtbrille, also zum Beispiel beim Autofahren. Ist Unisex, also mal sehen, Monika kann es anziehen. Warte mal, ich ziehe auch mal die Sonnenbrille auf. Oh ja. Schauen wir mal. Ich weiß, Monika, du bist wieder viel hübscher als ich. Das liegt einfach in der Natur, aber auch ich brauche ab und zu meine Sonnenbrille. Ja? Oder dann die Nachtsichtbrille. Und schauen Sie mal, wie einfach das ist. Die sind magnetisch, ne? Genau, einfach so aufsetzen. Klasse. Das ist richtig praktisch. Ja? Die Nachtsichtbrille, die bräuchte ich auf jeden Fall auch öfter. Ich bin immer nachts im Auto unterwegs. Und hiermit, da hat man dann keine Reflexion, richtig? Oder nicht so deutlich, dolle? Deutlich weniger. Ja. Man kennt das, wenn man gerade jetzt so in die Herbstmonate hinein, wenn die Sonne mitunter schon mal so tief steht. Oder dann in der Dämmerung kommen dir die Autos mit den Xenon-Beleuchtungen entgegen. Dann blendet das mitunter schon mal. Am schlimmsten ist es im Nieselregen. Da ist so eine Nachtsichtbrille definitiv hervorragend. Sportschützen und dergleichen Sport kennt man es vielleicht vom Skifahren. Ja, damit sie also die Hügel im Berg und so weiter besser erkennen können. Das kann beim Autofahren also auch sehr, sehr hilfreich sein. Aber super natürlich auch der Sonnenschutzaufsatz mit Schutzfaktor UV400 natürlich. Und auch der Bildschirmschutz, dieser Blaulichtfilter. Wir sitzen alle mittlerweile vor Handys, vor Tablets, vor Computern, vor vielen, vielen Bildschirmen, viele Stunden über den Tag verteilt. Da ist es angenehmer und sicherlich auch ein Stück weit besser für die Augen, wenn man diesen Filter hat. Also diese Dreifachbrille für 5 Euro finde ich schon genial. Aber warst du böse? Jetzt müssen wir noch mal sagen, die Schutztasche hier aus Kunstleder ist ebenfalls mit dabei. Und das jetzt im Gesamtpaket für 5 Euro. Schauen Sie mal, auch das sieht schon toll aus. Und probieren Sie es einfach mal aus, auch mit der Blaulichtfilterbrille. Es gibt zurzeit, vielleicht haben Sie es auch mal in der Werbung gesehen, viel Werbung für Zusatzstoffe mit Melatonin, ja, damit man besser durchschlafen kann. Ja. Ist notwendig, wenn man eben keine Blaulichtfilterbrille hat, weil dann eben der Körper
Körper nicht selber genügend Melatonin hier produziert. Ich bin der Meinung, wenn man mit einem Blaulichtfilter arbeitet, immer wenn man an einem Bildschirm ist, dann hat man in den meisten Fällen, denke ich, genügend Melatonin. Und dann kann man auf diese Zusatzarzneiprodukte verzichten. Ja, immer müde, Herr Doktor. Immer Schlaf- und Spiellinderung. Mhm. Ja. Also, richtig cooles Modell, finde ich auch als Brille an sich, von der Form her, absolut genial. Brillenetui ist mit dabei, plus die beiden Aufsätze für Sonnen und natürlich auch für die Nachtsicht. Also das ist wirklich mal ein ganz tolles Modell. Für gerade mal 5 Euro kriegen Sie mehr oder weniger 3 Brillen in einen. Der Christoph aus Wildstedt weiß das zu schätzen. Ich hatte vor kurzem eine Augenoperation und bin sehr empfindlich gegenüber Licht vom Fernsehen, der Sonne, Autoscheinwerfern und so weiter. So fand ich mit diesen Gläsern die ideale Lösung. Diese Brille ist sehr praktisch und fantastisch, schreibt er. Vielen Dank. Gerne, lieber Christopher, wenn wir helfen konnten, dass wir Ihnen hier was Schönes mit auf den Weg geben konnten. Ist die Bestellnummer NX8367 und die 569. Und natürlich können Sie auch gerne hier bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen. Ich glaube, bei 5 Euro für so ein Modell denkt man nicht lange nach. Da bestellt man gerne mal 1 oder 2, vielleicht nochmal für den Partner gleich mit. Schönes Modell, ja. Lass uns weitermachen, denn es geht wieder Schlag auf Schlag. Bitte denken Sie dran, wenn Ihnen etwas gefällt, rufen Sie gleich an. Wir haben immer nur ein begrenztes Kontingent für 5 Euro. Dankeschön. Und all Ihre Bestellungen über den Tag oder auch über diese Sendung werden natürlich gesammelt. Sie zahlen maximal einmal Porto und Versand. Jetzt haben wir was ganz Interessantes. Wir haben einen Gürtel. Das ist ein Gürtel. Richtig. Ein Gürtel. Einen sehr schönen Gürtel. Einen sehr schönen Gürtel. Ein Stoffgürtel. Das kommt hin. Aber das ist bestimmt nicht nur einfach ein Gürtel. Ich sehe einen Reißverschluss und ich frage mich gerade, ja, warum er diesen Schnellspannverschluss vorne hat. Aber das ist so ein verstecktes Portemonnaie, oder? So ein Geldfach. Also es ist ein Reisegeldgürtel mit verstecktem Geldfach. Und jetzt gerade, wenn man aus irgendeinem Grund mal ein bisschen mehr Bargeld auf eine Reise mitnehmen muss, man hat ja immer Angst vor Taschendieben oder Ähnlichem. Ich glaube, hier rein, den Gürtel angezogen, da kommt kein Mensch dran an dein Geld, oder? Also erstens weiß es keiner. Da wird wahrscheinlich keiner vermuten, dass da irgendwo Bargeld oder irgendwas anderes drin ist, was dir wichtig und teuer ist. Und zum anderen musst du auch erstmal drankommen. Wenn du so einen Gürtel natürlich jetzt in die Gürtelschlaufen von der Hose eingezogen hast, dann ist es gar nicht so einfach, da dran zu kommen. Pass auf, jetzt, ich lese es wortwörtlich vor. Bitte. Andreas aus Iakirchen schreibt uns, wenn in Zukunft einer an meine Moneten will, muss er mir vorher die Hose ausziehen. Das würde ich niemandem raten. Höchstens einer hübschen Frau, schreibt er. Also, natürlich ein bisschen scherzhaft, aber das ist natürlich wirklich so. Und da bist du sicher. Du, und so ein Gürtel alleine, ohne Fach, ohne alles, die kosten doch 10 Euro, oder? Schätze ich jetzt mal. Ja, sogar also mehr. Die ganz piefigen Modelle, die stinknormalen, die man irgendwo mal kaufen kann. Also da musst du schon gucken, dass du die für 10 Euro bekommst. Aber jetzt hier für 5 Euro plus dieses Geheimfach ist natürlich absolut, absolut großartig. Wie lang ist der wirklich? 1,30 Meter. Ach, und man kann ihn Himmel, natürlich kürzen. Da wickelt man Moni dreimal rein. Mein Moni hat 60, ja. 90, 60, 90 hatten wir neulich gemessen. Wir haben Habt ihr gemessen? Ja, Diana hat es mal gemessen. Aha, ja. Wieso war ich nicht dabei? Aber der passt überall, der ist Unisex. Und hier noch eine Zuschrift aus Linz. Und zwar der Marco schreibt, dieser Gürtel ist einmalig für meine Jeans, geldsicher verwahrt und keine zusätzliche Geldbörse etc. Keine Überlegung mehr, wohin mit dem Bargeld. Werde für die gesamte Familie solche Tresorgürtel anschaffen, so nennt er das. Und das macht natürlich Sinn, Geld sicher verwahrt, gerade wenn man mal ein bisschen mehr Geld als normal dabei hat. Die Bestellnummer ist die NX7516 und die 569. Ich glaube, das ist auch ein gutes Versteck für den Notgroschen, dass man für alle Eventualitäten eben nochmal Notfallgeld dabei hat. Also da vermutet doch wirklich kein Mensch ein Geldfach oder sowas drin. Das ist wirklich genial. Also sehr, das sieht klasse aus. Ich mag auch diese Schnalle, dieses Schwarz. Ja, ich mag die auch. Ich habe ja fast nur noch diese Schnellverschlussschnallen. Ja. Ich finde die einfach toll. Ja, besser als mit dem Tochter immer rumzuhantieren. Ja. So. Außergewöhnlich. Habe ich selten mal gesehen hier bei uns im Programm. Aha. Ich weiß, was wir haben. Bekomme ich? Okay, ich glaube, wir haben mehrere, oder? Oh. Das müssen mehrere sein. Dankeschön, Dankeschön. So, es geht um diese Aufbewahrungsboxen, die Sie sicherlich hier und da auch schon mal an anderer Stelle gesehen haben. Die werden gerne mal angeboten. Allerdings zahlt man normalerweise doch deutlich mehr für diese Aufbewahrungskisten, die so ein Standardmaß haben. Ich glaube, 33 auf 33 auf 33 passen damit übrigens gerne auch mal in diese offenen Schrankgeschichten rein, die meines Wissens auch genormt sind
soweit ich das weiß, und sehen einfach nur klasse aus. Und da wir heutzutage da doch überwiegend, ich sag mal, doch offen eingerichtet sind, wenn ich bei mir an die Wohnung denke, muss ich echt mal überlegen, wo kriege ich denn meine ganzen Sachen unter? Carsten, ich muss jetzt gleich mal fragen. Also ich fand jetzt gerade eine dieser Boxen für 5 Euro klasse, aber ich habe 2 im Karton. Ja. Ist das ein Zweierset? Das ist ein Zweierset. Für 5 Euro? So ein Zweierset für 5 Euro. Jetzt dachte ich erst am Schluss, haben wir einen Artikel für 2,50 Euro. Nee, eigentlich ist jetzt haben schon wir eigentlich schon, ja? Ja, also eine schon. Box, 2,50 Euro, ja. Sie kriegen es im Zweier. Ach, wir sind schon fertig. Ja, dann danke ich Ihnen fürs Zuschauen, lieber. Nein. So, stellen wir mal los. Wir haben übrigens, ich denke mal, wir haben gleich noch die Farbe Braun, die baue ich auch schon mal auf. Das, die Technik wird dieselbe sein, aber ich finde das schön, auch vielleicht mit mehreren Farben, da kannst du wie so ein Schachbrett in ein Regal machen. Cool. Ja? Ich baue schon mal die Braunen auf. Sehr cool. Dann sehen Sie auch, wie schnell das geht. Ja, ist ja, du hast ja ständig irgendeinen Krimskrams, ob das Kabel sind. Ja, fangen wir bei uns Männern mal an, ob das Kabel sind. Hast du DVDs? Kabel, die du nicht mehr brauchst? Also ein, zwei. Ich habe so eine die ganze Schublade. Ich habe sie neulich mal wieder in der Hand gehabt und habe gedacht, wirfst du sie jetzt weg? Die habe ich schon 5 Jahre nicht mehr gebraucht. Nein, irgendwann brauchst du wieder Kabel. Ja, geht es Ihnen auch so? Ja, hier kann man sie sauber ausrichten. Ja. Hast du auch so Krimskrams, Monika? Ja, ich habe ganz viel Nagellack oder Duschschaum oder Make-up. Das haben wir, glaube ich, weniger Nagellack, oder? Glockenstäbe, Haartrockner. Dazu sage ich nichts. Ja. Ja. Da passt viel rein. Wir schauen mal auf Pearl.de, auf den regulären Preis. Was kosten 14 Euro für 2 Stück bei Pearl.de? Also halte ich das schon mal also für ausgesprochen günstig, weil die Qualität auch ganz einfach stimmt. Aber hier bekommen Sie 2 Stück für gerade mal 5 Euro. Das heißt, wir haben den Preis fast gedrittelt. Ja, und was ich halt toll finde, wenn man so mal nicht braucht, schauen Sie mal, so klein ist das zusammenfaltbar. Und so groß ist es, wenn man es aufhat. Mhm. Und jetzt schauen Sie sich die Weißen an, die Braunen, schauen Sie, welche Ihnen besser gefällt. Sie dürfen, und das ist jetzt auch nochmal der Hammer, jedes Set bis zu 5-mal bestellen. Ja. Das heißt maximal 10 Weiße, 10 Braune. Ja. Da hast du mal richtig Ordnung in der Bude. Aber hallo. Wenn Sie Kinder im Haushalt haben übrigens, unerlässlich. Passen die da rein? Ja, wenn die in den... Ich dachte. Das ganze Spielzeug, was immer rumfliegt. Ja, ob das diese Bauklötzchen sind, ob das Spielfiguren sind und. Also da gibt es mit hier eine ganze Menge, was da ganz gerne mal im Kinderzimmer rumfliegt. Und da haben Sie mal ordentlich und schnell, oder mal eben schnell Ordnung geschaffen. Und das weiß auch die Alida aus Nidda zu schätzen. Hi, wir benutzen die Kisten für die Aufbewahrung des Spielzeugs unserer Tochter. Klasse, so ist es. Und der Christoph aus Potsdam ergänzt noch, ich habe eine Möglichkeit zum Verstauen von Kleinkram gefunden. Dafür sind die Boxen super. Ich habe übrigens auch 2 so Kisten, da sind meine Winterschals und so weiter drin. Aha, also hast du auch Sachen? Sommerschals? Ich habe auch Sommerschals, ja. Ah, okay, wusste ich nicht. Ja. Gut. Aber dass die Idee mit den Kindern da reinstecken, die finde ich gar nicht schlecht. Ja? Ist sehr, sehr sympathisch. So, also, jetzt haben wir 2 verschiedene Varianten. Wir haben einmal die Farbgebung weiß für Sie mit der Bestellnummer NX8221 und der 569. Gerade eingeblendet sehen Sie hier nochmal die Farbe braun mit der Bestellnummer NX8222 und die 569. Wohlgemerkt jeweils ein Zweierset, zweimal weiß oder zweimal braun für gerade mal 5 Euro, das ist natürlich großartig. Und es sieht halt immer aufgeräumt sieht aus. Immer da aufgeräumt sieht ja aus. Keiner rein. Ja, ja. Und alles, was da drin ist, ist auch noch staubgeschützt. Das muss man auch noch erwähnen. Ja? Ja. Aber wir machen weiter. Schlag auf Schlag geht's hier. Und wenn Sie frisch zugeschaltet haben, Sie sind in der 5 Euro Mega-Show bei uns. Jeden Mittwoch um 19 Uhr. Dankeschön. Eine Stunde lang alle Artikel auf 5 Euro herunterreduziert. So, jetzt guck mal hier. Oh, Werkzeug. Ja, das fehlt noch im Sortiment. Jetzt pass auf. Boah, ist das an. Das ist alles dabei. Guck mal hier. Also, ja, das hört gar nicht mehr auf. So, da ist eine Ratsche dabei, damit man leicht Schrauben rein- und rausdrehen kann. Dann hat man diese biegsame Welle, was ich genial finde. Damit kannst du auch mal Schrauben an schwer zugänglichen Stellen auf- oder zudrehen. Damit du, das werden wir gleich alles noch erklären, damit du natürlich auch den passenden Bit-Aufsatz hast, haben wir eine Grundausstattung an Bits in unterschiedlichen Profilen mit dabei. Und sogar noch eine komplette Armada an Stecknüssen ist ebenfalls mit drin. Wenn man jetzt Muttern beispielsweise lösen oder festdrehen möchte, gerade im Motorenbereich, wird das gerne mal eingesetzt. Bei Fahrradreparaturen und dergleichen ist das großartig. Aber diese biegsame Welle ist natürlich mit eins der genialsten Geschichten, die ich jemals gesehen habe. Also ich habe neulich was gesehen. Kennst du auch die Sendung, wo verschiedene Leute alle möglichen Produkte, so Gadgets, testen? Ja. Und da wurde nur die flexible Welle getestet und die waren alle total begeistert. Das weil du gerade an Scharniere oder unzugänglichen Schrauben locker rankommst. Die kann man übrigens auch an einen Akkuschrauber dran machen. Ja? Aber dort hat nur die flexible Welle, also nur das, was wir jetzt hier sehen, die Wurst, sage ich jetzt mal, schon 10 Euro gekostet. Jetzt haben wir die Ratsche
dabei. 9 Steckschlüssel und 9 Bits. Und das jetzt inklusive flexibler Welle für 5 Euro ist der absolute Wahnsinn. Das ist genial. Hast du schon mal versucht, so ein Scharnier von so einer Schublade oder so ein Schubladenlauf mal festzudrehen, ohne dass du die ganze Schublade aufdrehen musst oder den ganzen Kram, der in der Schublade drin ist, rausräumen musst? Das geht mit so einer flexiblen Welle. Rein in Position drehen und dann ganz einfach mit der Ratsche so drehen, dass es passt. Im Motorenraum ist das großartig, beim Auto reparieren, weißt du, beim Schrauben, auch, am Moped, einfach eine tolle Angelegenheit. Hast du schon mal oben in einem Hängeschrank die Scharniere versucht festzumachen? Du kommst nicht bei, weil der Schraubendreher normal zu dick ist. Du hast keinen Ansatz. Ja, ja. Mit der flexiblen Welle kommst du da problemlos hin. Also ich glaube, da haben wir viele, viele Möglichkeiten. Die Bestellnummer ist die ZX8064 und die 569. Und da sehen Sie nochmal das Gesamtpaket. 9 Bits, 9 Steckschlüssel, Ratsche und vor allem die flexible Welle. Ja, und alles außer der Ratsche ist natürlich auch für einen Akkuschrauber einsetzbar. Ja, aber und wenn du nur mal so ein Bitset kaufst, ja, kriegst du nicht für 5 Euro. Ja, denke ich auch. Die Stecknüsse da nicht für 5 Euro. Die Ratsche alleine ist schon deutlich kostspieliger. Also das ist manchmal ein tolles Angebot für die Heimwerker, für die Hobbys, für die Hobby- und auch für die Profi-Handwerker. Sowas hast du immer mal gerne in der Schublade. Wenn du mal sowas brauchst, bist du froh, dass du sowas mal dann zur Hand hast. So, wir gucken mal, was als nächstes kommt. Ein Preisalarm. Das heißt, auch hier hat sich heute ein Produkt eingeschlichen, was im Normalfall wesentlich hochpreisiger ist, aber jetzt für Sie auf 5 Euro reduziert ist, mit der Einschränkung maximal ein Stück pro Besteller. Oh, jetzt weiß ich, warum du dir das gleich unter den Nagel gerissen hast. Jetzt pass auf. So, Kuscheldecke. Der eine ist kuschelig oder die eine ist kuschelig drauf und der andere geht gerne mal ins Thermalbad. Wäre natürlich auch eine Idee. Nee, ins Thermalbad würde ich dir jetzt nicht mitnehmen. Nee? Nö. Ich habe auch eigentlich gesagt, es wäre ein Bademantel. Ach so. Deswegen habe ich das erwähnt. Aber nee, es ist eine Kuscheldecke. Du, aber im Auto ist die super als Notfall. Ich weiß nicht, hast du das letztes Jahr mal mitbekommen, wo mal die Autobahn komplett gesperrt war wegen Schneeeinbruch? Ja, super. Und die sind über, glaube ich, 10 Stunden da festgehängt, die ganze Nacht. Froh, da ist auch irgendwann mal der Sprit leer und die Heizung geht nicht mehr für den Notfall. Aber natürlich auch für zu Hause. Jetzt, du fühlst es gerade auf deiner Haut. Aus. Wie fühlt sich die Mikrofaser an? Super weich, richtig kuschelig. Also das kann man auch auf der nackten Haut hier haben. Das ist gar nicht kratzig oder so, wie sonst manche Kuscheldecken sind. Also die hier für 5 Euro, auf jeden Fall muss man die bestellen. Auch fürs Auto, das ist ja auch mal ganz nett, wenn man vielleicht auch dann bei ihrer Frau, wenn der mal kalt ist, dann holen sie die einfach aus dem Kofferraum, decken sie zu. Ich meine, bei langen Urlaubsfahrten, da möchte man vielleicht auch mal im Auto schlafen. Aber natürlich auch fürs Sofa oder fürs Bett einfach richtig schön. Du, ich könnte mir das auch vorstellen als Tierdecke. Ja? Also ich glaube, Hunde und Katzen, die würden diese auch lieben. Einfach mal, um vielleicht das Sofa zu schützen, wenn Hund oder Katze aufs Sofa dürfen. Oder jetzt, wenn man eben auch jetzt im Spätsommer oder Frühherbst mal abends noch ein bisschen länger draußen sitzen will. Es wird früh schattig. Es wird frisch. Wir kennen das alle aus der Gastronomie, gehobene Gastronomie. Wenn du da draußen sitzt, dann kommt irgendwann der Kellner oder die Kellnerin und sagt, bräuchten die Damen vielleicht noch eine Kuscheldecke? Ja. Ja, sowas kannst du doch auch dann jetzt sag zu Hause machen. Dann sage ich immer ja, weil ich friere mal schnell. Ja, also für dich genau richtig. Wir schauen mal kurz auf pearl.de, was der reguläre Preis ist. 12 Euro, das ist schon günstig. Ja, 25 Euro unverbindliche Preisempfehlung. Und das haben wir jetzt gerade mal gefünftelt, den Preis. Jetzt bekommen Sie 5 Decken für 25 Euro. Ja. Ein 70 auf 1. Das ist unser Preisalarm, oder? Ja, ist der Preisalarm. Also maximal eine Decke. Stimmt, ist der Preisalarm. Ja. Macht aber nichts, also den würde ich auf jeden Fall mitnehmen. 1,70 auf 1,30 übrigens groß und unsere Kunden sind voll des Lobes nachvollziehbar. Die Rosa aus Braunschweig beispielsweise, speziell jetzt in der kühler werdenden Jahreszeit, freut man sich über diese außergewöhnlich leichte und warme Kuscheldecke. Und auch die Ingrid aus Besigheim sagt uns, kuschelig weich und sehr pflegeleicht, ob als Couchdecke im Auto oder nur zum Kuscheln, einfach toll, nach dem Waschen schnell wieder trocken und flauschig. Und ich verrate euch was, ich habe 2 Stück davon bei mir im Sofa. Ich hätte 3 oder 4 vermutet bei dir. Ja. Nein, also aber mal ganz, ganz ernsthaft. Jetzt im Moment, wir haben ja noch Sommer, aber ist es Ihnen auch so gegangen, dass es am Abend so richtig kühl wird, dass man einfach eine Decke braucht? Ja. Und sowas, und gerade wenn Sie Frauen im Haushalt haben, da kann man sowieso nie genug Kuscheldecken haben. Ja, und günstiger als 5 Euro, behaupte ich jetzt einfach mal, kann man die wieder nicht haben. Nee. Denken Sie dran, ist unser Preisalarm. Maximal eine Kuscheldecke pro Besteller. So, Bestellnummer hierfür ist die NX7399 und die 569. NX7399 und die 569. Wohlgemerkt bitte unser Preisalarm. Das heißt, wir dürfen sie einmal pro Besteller rausgeben, aber das würde ich wirklich ausnutzen.
Die können Sie immer wieder mal gebrauchen. Und ich glaube, mit dieser Farbgebung Anthrazit ist man definitiv auch immer vorne mit dabei. Die Farbe ist absolut neutral, voll im Trend und sieht einfach nur klasse aus. Die Größe passt auch. Da passen auch mal zum Kuscheln zwei Personen drunter. Und so eine Flauschdecke braucht man. Es gibt so Basics in jedem Haushalt. Ja? Und da gehört so eine Decke definitiv dazu. Mich würde es mal interessieren, du hast doch zwei Decken. Ja. Wen nimmst du mit unter die Decken? Ich habe eine drunter und eine für drüber. Eine für drunter? Okay. Wenn's richtig, ich frage nicht mehr weiter. Wenn's richtig, gut, wenn's richtig, wenn's richtig kalt ist, ist die auch für drunter gemütlich. Und hole mal das nächste Produkt. Also Monika, aber so eine Kuscheldecke für 5 Euro ist schon der Wahnsinn, oder? Auf jeden Fall, da muss man zuschlagen. Ja. Ja. Jetzt wird's gefährlich. Eine Runde. Darf ich dir das so geben, Monika? Gefährlich, oh wei. Oh ja. Achtung, Achtung, Achtung. Wow, die Achtung. Sind aber schön. Wir haben ein Achtung, Messer. Scharfe Sachen. Messer. Achtung, Achtung. Das sind 3 Stück wow. Für 5 Euro. Alle 3 für 5. Oder sind das... Das ist der Wahnsinn. Man kann gerade, wer gerne kocht, selbst kocht und frisch schneidet, also auch Gemüse oder Salate, der braucht so ein Messerset. Hammerschlagdesign, also optisch wunderbar anzuschauen. Und ich kann wirklich sagen, ich habe die schon mehrfach getestet. Alle 3 Messer sind ultra scharf. Das hier ist ein Schälmesser, glaube ich. Das ist so ein Allzweckmesser. Und ich weiß gar nicht, wie die großen heißen, aber... Ich glaube, also damit schneidet man eben die großen Sachen, ob das Fleisch ist oder eben. Aber ich glaube, solche Messer, die braucht man in jedem Haushalt. Ich glaube, es ist immer ein Kochmesser. Ich habe auch gerade überlegt, wie nennt man sowas? Kochmesser. Ja. Ja? Santoku ist, glaube ich, was anderes, oder? Ja, auf jeden Fall sind es tolle Messer. In dem Stil. Ein großes Messer. Und gerade viele haben ja so Messerblöcke. Und dann haben sie wirklich 17 verschiedene Messer drin. Das sieht immer ein bisschen suboptimal aus. Hier hast du natürlich auch bei allen Messern das gleiche Erscheinungsbild. Ja. Also auch die Optik spielt eine Rolle. Und die Schärfe, das dürfen Sie mir glauben. Das dürfen Sie mir glauben. Also die Schärfe ist phänomenal. Kennst du den Schärfetest von diesen Messern? Du willst ein Blatt Papier haben. Hat mir mal, also ich nehme jetzt mal den anderen, da steht die Bestellung noch drauf. Den hier. Du kriegst den hier. Mit den Händen. Nein, den machen wir jetzt nicht. Nein. Nein, also ein Sternekoch hat mir mal gesagt, wenn du testen willst, ob ein Messer scharf ist, mach den Papiertest. Ja, mit einem stumpfen wird Papier gerissen, mit einem scharfen wird es geschnitten. Kommt natürlich auch immer auf den Ansatz an, aber schauen Sie mal. Boah. Sehen Sie, so das muss das aussehen. Siehst du, das ist eine ganz glatte Schnittkante. Und das können Sie auch mal mit Ihren Messern testen, ob es mit Ihren Messern genauso gut geht. Hier geht's. Also, Schärfetest bestanden. Jetzt sind Sie dran. Gleich mal gleich rangehen und bestellen. Also, es war beeindruckend. Zack. Ja. Zack, zack. Wie nix. Wo ist denn jetzt? Super scharf. Also, ich bin immer noch geflasht, dass wir 3 Messer aus scharfen Stahlklingen in dieser Hammerschlagoptik für 5 Euro anbieten können. Das ist ein Knaller. Und das sogar noch bis zu 5-mal pro Besteller. Ist kein Preisalarm, kann man gerne bis zu 5-mal ordern. Super Set zum super Preis, weiß auch die Jill aus Dresden zu schätzen. Nachdem ich mein Set erhalten habe, habe ich es auch gleich weiterempfohlen und somit habe ich es gleich nochmal bestellt. Nachvollziehbar. Sie bitte denken dran, dass der Preis nur im Laufe dieser Sendung bis maximal 2 Stunden danach gilt. Für die 5 Euro denke ich nicht nach, da bestelle ich gleich 2-3 Stück von. Mhm. Hat man auch immer mal was Interessantes zur Hand. Und mein Namensvetter, der Carsten aus Linz, schreibt uns, ich habe dieses Messerset nach ausgiebigen Tests ein zweites Mal bestellt. Insbesondere das Kochmesser und das Allzweckmesser sind bei mir fast täglich im Einsatz und wie alle Messer im Set sehr, sehr scharf. So muss das sein. Ein vernünftiges Küchenmesser muss scharf sein. Ein vernünftiges Küchenmesser braucht man und das nahezu täglich. Und hier bekommen Sie 3 Stück davon in einer fantastischen Optik für gerade mal 5 Euro. Wie scharf die sind, haben Sie gerade gesehen. Ich esse zum Beispiel unglaublich gern Tomaten-Mozzarella-Salat. Da gehören natürlich auch Zwiebeln rein. So, wer Tomaten schon mal geschnitten hat mit einem stumpfen Messer, weiß, das wird nichts. Da kriegst du Tomatensauce. Oder Zwiebel, aber auch und bei Zwiebeln sind ja viele, die heulen so unglaublich, weil sie mehr drücken, als sie schneiden. Ja, und dann ja. zu viel Flüssigkeit rausgeht und dann kriegst du Tränen in den Augen. Mit einem scharfen Messer. Ich muss auch weinen, wenn ich gedrückt werde. Mit einem scharfen Messer minimiert sich das. Ja. Also holen Sie sich das Messerset. Günstiger kann es nicht werden. Also 3 Stück. Ein fantastisches Messerset mit der Bestellnummer NX9014 und der 569. NX9014 und der 569 war antihaftbeschichtet. Also wer da nicht zugreift, der braucht keine Messer. Und die braucht jeder. So. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Das ist mal ein kleines Kartönchen. Ja, ist ja auch klein. Das wächst doch. Das war schon. Das ist sehr klein. Oh, ja, das ist großartig. Dieses Set haben wir
sehr selten mal in der Sendung mit drin. Warte mal, ich gebe dir mal die einzelnen. Haben Sie einmal ausgepackt hier? Bist du dir sicher, meine Nägel sind. Ich glaube, wir müssen kurz erklären, ja, was das ist. Es sind ist. Ja Adapter, ne? Es ist eine Adapterlösung. Und zwar ist es ein Micro-SD-Kartenleser und USB-OTG-Adapter-Set für Micro-USB und USB-Typ-C. Also ein Micro-USB-Kartenlesegerät, ja, womit du jetzt Micro-USB-Karten am Rechner auslesen kannst, an Handys auslesen kannst über USB-C und auch natürlich, wenn ihr Android-Handy, OTG, On-the-Go heißt das, diese Funktion besitzt, dann kannst du das sogar als Speichererweiterung oder zur Datenübertragung nehmen. Ja. Es ist wirklich alles drin, was man braucht. Ein Kartenleser, ja, ein OTG-Adapter Typ A auf Micro-USB-Stecker, ein Micro-USB auf Typ C und ein USB 3A auf USB-C-Stecker. Und das alles in einem für 5 Euro. Also Wahnsinn. Das kann man sich jetzt alles merken, muss man nicht. Das Schöne ist, dass egal, was Sie andocken möchten, Sie wissen genau, dass es passt, weil Sie immer den passenden Adapter zur Hand haben. Ganz egal, ob Sie mit Modell Nummer 1, Modell Nummer 2, Modell Nummer 3 kommen. Und es gibt ja immer noch auf dem Markt, bis man das vereinheitlicht hat. Ich glaube, im Jahr 2025 wird das der Fall sein. Laut EU-Norm auf USB-C sicherlich unterschiedlichste Hersteller mit den unterschiedlichsten Anschlüssen. Mit so einem Set ganz einfach mal in der Laptop-Tasche, ja, oder mal irgendwo in der Tasche in der Nähe dabei. Hast du immer den richtigen Adapter, um Daten vom Handy zum Beispiel auf den Rechner zu übertragen? Richtig, genau. Malte aus Borken bringt es auf den Punkt. Er schreibt uns, sehr empfehlenswert, um Daten zwischen Handy und Computer unkompliziert schnell auszutauschen. Egal, ob man ein altes oder ein neues Handy hat, denn durch die verschiedenen Adapteranschlussmöglichkeiten ist das kein Problem mehr. Also, er hat es erkannt und Sie hoffentlich auch. Und ich weiß, im Fachgeschäft solche Adapterlösungen, die kosten richtig viel Geld. Sowas für 5 Euro ist ein Mega-Schnäppchen. Und die Bestellnummer ist die PX2341 und die 569. Und hier sehen wir diese Lösungen mal. Speichererweiterung, Datenübertragung und das ohne Kabelsalat. Das ist ja auch ganz wichtig. Das finde ich immer so unglaublich lästig, wenn du Fotos von einem Handy mit einem Datenkabel auf den Rechner übertragen willst. Mhm. Das ist ein Gefummel und Gemache und Getue. Gerade jetzt so nach der Urlaubszeit, wo sicherlich viele ihre Handys voll haben mit Urlaubsbildern oder was. Die möchtest du ganz einfach mal und unkompliziert, vielleicht auch mal bei Freunden, bei einem befreundeten Pärchen, die mit dem Urlaub waren, ganz einfach auch mal übertragen oder ganz einfach mal weitergeben, dann funktioniert das mit so einer Adapterlösung garantiert, weil Sie wissen, es passt ganz einfach. Ohne zu wissen, welches Gerät Sie haben, sage ich Ihnen jetzt, Sie können nahezu alles andocken. Ja, so, wir gucken mal weiter. Schöne Sachen, interessante Sachen wieder dabei und fand ich sehr abwechslungsreich. Und Sie denken bitte dran, am Ende dieser Sendung, das letzte Produkt ist auf 2,50 Euro. Runtergesetzt nochmal. Aber da ist doch gar nichts drin, oder? Doch, da ist was sehr Großartiges drin. Mit sehr viel Speicherplatz. Das passt natürlich jetzt genau dazu, zu dem, was wir gerade gezeigt haben. Also ich verstehe es auch. Ich muss wirklich sagen, ich verstehe es nicht. Ist einer unserer Bestseller aus dem aktuellen Programm, weil Micro-SD-Speicherkarten kann man immer gebrauchen. Größe 32 GB. Passt übrigens auch zu dem Adapter, den wir gerade hatten. Ja. Aber das kostet bei uns in jeder Sendung 8,54 Euro, was schon ein verdammt guter Preis ist. Ja. Und das haben wir jetzt nochmal reduziert auf 5 Euro. Einfach zugreifen, weil das ist natürlich jetzt im Moment das aktuell und auch in Zukunft wahrscheinlich noch lange, lange das passende Speichermedium, das man für fast alle Geräte brauchen wird. Ja, und wenn ich jetzt mal überlege, für was für Geräte, also nicht nur Handys oder gerade dieses Adapter-Set, was wir hatten, wie gesagt, Speicher für Handys, wir haben diese ganzen Dashcams, ja, bald ist wieder Herbstferienzeit, da geht es sicherlich auch wieder mit dem Auto mal los oder mit den Wohnmobilen, wo viele jetzt mittlerweile also auch ganz gerne mal eine Dashcam dabei haben, auch mal aus Sicherheitsgründen, dann haben wir die ganzen Überwachungskameras, die natürlich auch mit einer Speicherkarte ausgestattet sein müssen, mit dieser Aufnahmequalität, in der Regel Full HD, 4K und so weiter, braucht man eine qualitativ hochwertige Karte und die haben wir hier mit der Class 10. Also da sollte man wirklich zugreifen, wenn man sich mit Speicher eindecken möchte, kann man das jetzt tun, 32 GB für gerade mal 5 Euro. Das Stück. Und der Manuel aus Rüsselsheim schreibt uns, wenn jemand Kopter fliegt und eine stabil laufende Micro-SD-Karte sucht, ist er damit sehr gut bedient. Ich hatte mir schon teurere Karten gekauft, die nicht annähernd in der Qualität an diese herankamen.
Das freut uns natürlich ganz besonders. Ich möchte wetten, unser Mitbewerber greift Ihnen da deutlich tiefer in die Tasche, als ja, wir hier in der 5-Euro-Megashow. Ich würde einmal sagen, wir sind ja schon. Wir sind super, da sonst auch hemmungslos. Ne? Super günstig mit 8,54 Euro. Ja. Aber jetzt genau diese Karte, die gleiche Karte für 5 Euro, da einfach zugreifen. Und das Schöne ist auch hier, bis zu 5-mal natürlich, wie bei allen Micro-SD-Karten, ist auch der SD-Kartenadapter dabei. Und damit könntest du es zum Beispiel auch für unseren 4K-Camcorder benutzen, für Musikanlagen, Micro-SD-Karte wieder für Kopfhörer, für Radios. Also unglaublich vielfältig einsetzbar. Also es macht ganz einfach Spaß, wenn man weiß, dass man hier eine Top-Qualität bekommt und die zum absoluten Wahnsinns-Schnapperpreis. 32 GB auf einer Class 10 Micro-SD-Karte mit SD-Adapter ist also etwas, was uns so schnell definitiv keiner nachmacht. Und das weiß auch der Ronald aus Langenlohnsheim zu schätzen. Die Speicherkarte passt in viele Geräte zur Speicherung von Fotodateien und anderer wichtiger Dateien und Unterlagen. Der Einsatzbereich ist so vielseitig wie das Leben selbst. Bestellnummer ist die PX 9965 und die 569. Und Sie können gerne bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen. Sollte übrigens mal eine Frage offen sein, Sie möchten sich einen Artikel nochmal anschauen und nochmal genau nachlesen, was war das noch, wie ging das doch gleich, haben wir alle Artikel für Sie natürlich auch nochmal unter pöll.tv, vielen Dank, im Internet hinterlegt. Denken Sie dran, der Preis gilt bis maximal 2 Stunden nach der Show. So, und jetzt kommen wir zu etwas, was ich täglich nutze, und zwar mehrere Stunden nutze, zu richtig coolen Kugelschreibern. Aber wenn es nur ein Kugelschreiber wäre, würde ich sagen, naja, für 5 Euro. Ja. Aber es sind 5 Stück, soweit ich weiß, und richtig, die haben noch jede Menge Funktionen mehr. Welche Farbe darf es denn sein? Also, wir haben 5 verschiedenfarbige Kugelschreiber für 5 Euro. Aber es sind sogenannte 4-in-1 Kugelschreiber. Tolle Farben. Ich sehe Rot, ich sehe Schwarz, ich sehe was Blau. Was möchtest hellblau. Du? Ich nehme das Royalblau. Das so. Royalblau? Ja, das nehme ich. So. Ich finde den Roten cool. 4-in-1, das heißt natürlich Kugelschreiber. Wir haben hier aber auch einen Touchpen. Also für kapazitive Bildschirme. Du, das wäre für dich gut mit deinen Fingernägeln, oder? Oh ja, auf jeden Fall. Ist ja dann perfekt. Haben wir eine Taschenlampe mit drin, die ist mit integriert. Und wir haben einen Handyständer. Und das alles jetzt im Fünfer-Set für 5 Euro ist der Wahnsinn. Also das ist spitzenklar. Allein diese Handyhalterung, ja, wenn du jetzt mal ein Video oder zwei guckst oder was, wenn du unterwegs bist und willst das Handy mal abstellen, geht übrigens auch mit dem Tablet-Computer. Ja, dann willst du das Ding nicht die ganze Zeit in der Hand halten. Dann klappst du den Stift ganz einfach ein, legst das Handy drauf und dann hast du genau den richtigen Winkel, um hier quasi einen Handyständer zu haben. Was ebenfalls super ist, finde ich, ist diese Beleuchtung. Die kannst du beim Schreiben nutzen, wenn du jetzt mal in der schummrigen Beleuchtung was aufschreiben möchtest, als Lichtquelle oder wenn du den Stift in der Tasche hast, wenn du mal ein Schlüsselloch oder was suchst oder in der Handtasche oder sowas irgendwas verloren gegangen ist. Oh ja, das kenne ich. Und der schreibt natürlich. Und ich habe einen davon, ich habe ihn übrigens auch in Blau, ja, seit vielen, vielen Wochen im Gebrauch, ist immer noch die erste Mine. Mich noch ein. Und ich schreibe dann meine Moderationskarten. Und du weißt, wie sauber ich schreibe. Du, ich finde, man sollte sowieso wieder viel, viel mehr schreiben. Ja, wie sauber du schreibst, ja. Du schreibst nicht sauber. Kann ich absolut beantworten. Ich habe es jetzt erst mal ein bisschen ignoriert, weil wir könnten auch, also vom Schriftbild her könnte Herr Ruland Herr Doktor der Medizin sauber sein. Du, aber ich finde, also das Schriftbild liegt nicht am Stift, man kann damit auch schön schreiben. Du, und ich habe erst gestern, Carsten, ich habe erst gestern wieder eine handschriftliche Postkarte von meiner Enkelin aus dem Urlaub bekommen. Oh, ich freue mich, wenn ich so handschriftliche Postkarten noch bekomme. Heutzutage, die junge Generation, WhatsApp oder was weiß ich, da wird digital geschrieben. Aber ich finde, die Handschrift sollte man weiter pflegen. Und dann braucht man natürlich auch gute Kugelschreiber. Hier haben wir gleich ein Fünfer-Set. Und mit diesen 4 Zusatzoptionen. Du darfst dein Handy ja trotzdem benutzen. Dafür ist ja der Touchpen. Ja, perfekt. Alles in einem. Das sind echt klasse. 5 Stück davon in unterschiedlichen Farben mit diesen ganzen Funktionen. Also ich behaupte, für einen halbwegs brauchbaren Kugelschreiber im Fachhandel, also unter 3 Euro brauchst du, glaube ich, gar nicht gucken. Aber der hat wahrscheinlich kein Licht. Der hat keine Handyständerfunktion, erst recht hat er keine softe Spitze zum Berühren des Bildschirms vom Smartphone. Das hier kann der garantiert auch nicht. Und hier bekommst du 5 Stück mit all diesen tollen Funktionen für gerade mal 5 Euro. Das ist genial. Wie gesagt, ich nutze ihn selber, ich kann ihn empfehlen. Liegt super in der Hand, auch zum Schreiben. Spitze. Und ich sage Ihnen die Bestellnummer noch, die SD 22 06 und die 5
69. Und oh, ich höre gerade unser Messerset, dieses ultrascharfe Messerset, ist schon unglaublich stark nachgefragt. Unter anderem hat Reinhard bestellt, und aber ganz clever, der hat gleich 3 Messersets bestellt. Machen Sie es wie Reinhard, aber schnell genug, bevor es ausverkauft ist. Und jetzt zurück zu den Kugelschreibern. Ich glaube, auch im digitalen Zeitalter, Kugelschreiber brauchst du immer. Immer. Und das wird auch hoffentlich immer so bleiben. Allein beim Kraken, beim Telefonieren. Ja? Oder bist so du eigentlich so ein Krakler beim Telefonieren? Ja, ich male immer. Okay. Kringel, Häuser, Autos. Die Bilder wollen wir, glaube ich, gar nicht sehen, obwohl ich natürlich mit Sicherheit bin da. Meine Kringel sind sehr hypnotisch. Also, ich muss mal aufpassen. Ich muss mal aufpassen, wenn er am Telefonieren ist, was er dann malt. Und dann mache ich mal ein Foto und zeige es ihm. So, aber hier sehr, sehr wertvoll. Haben wir was richtig Tolles. Oh, ist das für mich? Deshalb packe ich das auch aus. Ja, ihr dürft euch auch gerne campen. Jetzt kommen wir hier. Aber das sind die perfekten Haarbürsten. Also ihr kennt euch damit ja nicht ganz so gut aus wie ich. Du kriegst die Pinke. Aber die hier kann man auch benutzen, wenn die Haare zum Beispiel nass sind. Dann entknotet das so ein bisschen und es zieht einfach nicht. Das ist schon mal das Wichtigste. Und die Haare glänzen richtig gut. Also das ist so eine entwirrende, ja, sag mal, glaube ich, Bürste. Und Diana hat mir mal erzählt, dass eine solche Bürste schon mal eine bis zu 40 Euro kosten ja kann. Und 39,99. Wie viel? 39,99. Okay, können wir uns auf 40 Euro ein. Hier haben wir jetzt ein Zweier-Set für ja 5 Euro. Und ich kenne das nur von jungen Damen, also gerade kleinen Kindern. Wenn die Haare gewaschen sind, dann heulen sie, wenn die Mama hier irgendwie durchgeht. Stimmt. Da zieht es nicht. Wieso zieht das denn nicht? Das liegt ja so an der Borstenstruktur. Ja, ne? Die ist perfekt. Aha. Guck mal hier. Ja. Gut, jetzt lange und kurze Borsten sehe ich da. Mhm. Ja. Die verhindern dieses Ziepen, diese Knötchenbildung. Es zieht nicht ein bisschen. Also man hat es ja jetzt gesehen, cool, das geht richtig ja gut zack, zack, durch. Zack, und das Haar glänzt, du hast absolut recht. Ja. Ja. Ja, ne? Also besser noch mehr als sonst, dein Haar glänzt ja immer. Ja. 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 Also beeindruckend. Jetzt muss ich aber die andere Seite auch noch bürsten. Ja? Sonst bist du ein bisschen einseitig. Zack, 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 zack. Der Wahnsinn. Ja, also zweier Set für 5 Euro. Und ich glaube, die Damen mit langen Haaren, die sind jetzt sofort am Telefon. Oder auch die, die Kinder oder Enkel haben, wo die jungen Damen oftmals so ein bisschen Tränchen in den Augen haben, weil die Haare gebürstet werden. Ja. Ich glaube, dann sind die Tränen Vergangenheit. Ja, genau so ist es. Hilft wirklich gut, zieht nicht am Kopf. Tolle Idee, sagt die Marianne aus Nürnberg. Und wir hören gerade auch von einer Kollegin aus der Regie, sie hat immer eine dabei, auch lange, dichte Haare, ja, unfassbar. Aber sie hat immer eine dabei, gerade wenn sie unterwegs ist. Gilt auch für dich? Doch, doch. Doch. Ja, super. Oder? Praktisch die Größe. Schön Wahnsinn klein, passt überall rein. Ja, glaube ich, dass man da schwer durchkommt in einer normalen Bürste, mit der hier funktioniert. Also ich habe das mal nicht erlebt, dass jemand sogar so extra Spray kauft, ja, dass es noch leichter durchzukämmen ist. Ja. Und ich glaube, das Spray war teurer als 5 Euro. Und hier haben wir gleich 2 dieser Bürsten. Also mit 2 Stück davon für gerade mal 5 Euro. Da hast du eine mal in der Handtasche, die andere mal zu Hause im Badezimmer. Das sieht so easy aus, oder? Mhm. Und wenn es an den Haaren zieht, das tut ja echt weh. Das treibt einem die Tränen in die Augen. Kann ich verstehen, dass es da Stress gibt, speziell bei Kindern. Schau dir das an. Auch das wieder ein tolles Produkt. Nee, es waren cool, ja zwei dieser entwirrenden Bürsten für 5 Euro. So. Bestellt aber übrigens die NX8842 und die 569. NX8842 und die 569. Toller Artikel. So. Sie denken dran, dass wir am Ende unserer Show noch einen Artikel für 2,50 Euro haben, für halbe 5 Euro. Hast du dieses Grinsen jetzt gesehen? Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, den Karton jetzt aufzumachen. Weißt du das? Nein, das ist richtig schön. Nein. Oh, ja, jetzt weiß ich warum, dass du das nicht selbst behandelst. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, seine Liebe auszudrücken. Mhm. Aber ich glaube, das ist mit einer der beeindruckendsten. Ich dachte ja, komm, oh, okay, ich wirf mal. Es ist eine, ich kenne die, eine Halskette der besonderen wow Art. So, eine Halskette mit einem schön ganz besonderen Anhänger. Allein schon hier dieses Kästchen, diese Verpackung ist das richtig edel. Das sieht schon klasse edel aus, oder? Ja. Edel, 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 edel. Ein so Herzanhänger. Mhm. Ein Glasherzanhänger, so viel Zeit muss sein. Mhm. Und in diesem Glasherzanhänger wow finden wir echtes 23-karätiges Blattgold. Da sind so kleine Blattgoldtäfelchen drin. Und die bewegen sich in dieser eingelassenen Flüssigkeit und die geben einen wunderschönen Lichtschimmer. Wenn sich das Licht so fängt, ja, gerade jetzt so im,
im Herbst, wenn das Licht wieder so etwas außergewöhnlich ist, beim klassischen Candlelight-Dinner, wenn es mal etwas romantischer wird. Und ich glaube, das ist mal eine tolle Geschenke. Die sieht super aus, oder? Sag mal, habt ihr in letzter Zeit mitbekommen, wie die Edelmetallpreise explodiert sind? Wie vieles andere? Silber, Gold. Ja? Und jetzt haben wir hier in dem Herz drin 23-karätiges Blattgold. Und trotzdem haben wir das Ganze für 5 Euro. Die Kette ist übrigens auch dabei. Die ist aus Messing, aber vergoldet hier. Ja? Und das ist einfach ein Geschenk, das immer zu 100% ankommt. Ich glaube, das ziert wirklich jedes Dekolleté, beziehungsweise das Dekolleté einer jeden Frau. Ja, würde dir sowas auch gefallen, Monika? Ja, würde mir richtig gut gefallen. Das passt zu jedem Outfit, finde ich, etwas schicker, aber auch für den Alltag. Mhm. Und das einfach für 5 Euro mit diesem Blattgold drin, das sieht so schön aus. Ja. Gefällt mir echt gut. Die Jutta aus Saarlouis hat übrigens nicht nur an sich selbst gedacht, sondern auch an ihre Frau Mama. Der Anhänger war als kleines Dankeschön für meine Mama gedacht, die seit 73 Jahren Tag für mich da ist und nie Urlaub oder Auszeit hat. Sie hat sich sehr gefreut. Es kam also sehr gut an, ein ideales Geschenk, was nicht in der Schublade landet. Und darum geht es natürlich. Man möchte einem anderen Menschen eine Freude machen, sich vielleicht selber auch mal was gönnen, mal was Außergewöhnliches bestellen. Und das, glaube ich, ist hier ohne weiteres möglich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Kollegen von Pearl.de bei dem Preis von 5 Euro mithalten können, oder? Holla. 17 Euro als Preishit. Und ich muss dir sagen, ich habe ein deckungsgleiches Produkt ohne diese schöne Verpackung gesehen für 49,99 Euro. Auch 23-karätiges Blattgold im Glasherz. Also jetzt für 5 Euro, das kann man sagen, das ist geschenkt. Ich glaube, an anderer Stelle zahlst du das für die Verpackung, 5 Euro. Da ist aber noch keine Kette und noch gar kein Glasanhänger mit echtem Blattgold dabei. Also ich glaube, noch eindrucksvoller kann man doch die Liebe, die Zuneigung zu einem anderen Menschen nicht ausdrücken. Nee. Guck mal, der Christian, der macht es also auch auf eine ganz andere Art. Der Gute kommt aus Berlin. Wieder ein Weihnachtsgeschenk, weiß nur noch nicht für wen, schreibt er uns. Habe bereits im Sommer angefangen, Geschenke für Weihnachten bei Pearl zu kaufen. Übrigens, Sie dürfen auch diese wunderschöne Halskette mehrfach bestellen. Okay. Das ist ja auch was für die Patentochter, für natürlich die Frau, für die Mutter haben wir gerade gehört. Also ich glaube, da freut sich wirklich eine Dame jeden Alters drüber. Und der Preis von 5 Euro ist einfach phänomenal. So, bestellen wir mal hierfür. Ist die NC4750 und die 569. NC4750 und die 569. Mein spezieller Gruß geht an dieser Stelle nach Berlin. So, und wir schauen, was als nächstes kommt. Und wenn ich mich nicht irre, Carsten, haben wir jetzt genau das letzte Produkt. Das heißt, was aus diesem Karton rauskommt, kostet gerade mal 2,50 Euro. Egal, was jetzt rauskommt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Was haben wir? Sehr cool. Was für 2,50? Da gucke ich beim nächsten Mal im Fachhandel mal nach, was die für sowas haben wollen. Es ein Bleistiftspitzer. Das kann man nicht schnell aussprechen, da muss man sich Zeit verlassen. Ist ein elektrischer Bleistiftspitzer für Blei und für Buntstifte, also für alle Holzmalstifte, in Standardgröße. Und damit kann man sich eben Arbeit sparen. Und der Anspitzer ist leicht in der Bedienung und hat ein Top-Preis-Leistungspreis. Das schreibt uns der Tim. Aber Tim hat ihn sicher zum Normalpreis gekauft. Ja. Und das jetzt für 5 Euro. Ja, aber auch für die Damen unter uns, für die Lip Liner oder Augenbrauenstifte ist das auch perfekt. Die müssen auch immer spitz sein, sonst schminkt man sich nicht so schön. Und hiermit geht das ja auch super gut. Siehst du, da hätten wir Männer jetzt gar nicht dran gedacht. Aber ich denke auch für die Enkel, für die Holzmalstifte, dass man die wieder spitzen kann, da macht es auch Spaß. Jeder Haushalt der Kinder hat halt noch mindestens 1 oder 2 Pakete mit Buntstiften. Das ist völlig normal. Da wird immer gemalt. Vielleicht malen sie auch die sogenannten Mandalas und so weiter, Sudoku. Ja, schön. Weißt du, Sudoku spiele ich immer mit Bleistift. Ach, du malst Sudoku, oder? Nee, ich muss immer wegradieren. Ach so. Okay. Ja. Du kannst das noch nicht so. Okay. Naja, manchmal. Das ist Sinn am Knobeln. Ja? Aber ganz ehrlich, ist das doch großartig. Wenn du ein Büro hast, wenn du gelegentlich was schreibst, wenn du Buntstifte hast, es gibt so viele Gelegenheiten, wo du ganz einfach mal einen Stift anspitzen musst. Mhm. Selbst im Kosmetikbereich ist das wirklich sinnvoll. Und ich habe das jetzt hier über meinem Schoß gemacht und ich habe nicht einen Krümelsauerei am Schoß. Versuch das mal mit so einem Handspitzer. Auch für die Schule ist das toll. Jetzt hat ja die Hälfte der Bundesländer hat schon wieder Schule. Die andere Hälfte kommt in den nächsten Wochen dazu. Die großen Ferien sind vorbei. Und das ganz einfach ins Federmäppchen mit rein, oder in den Schulranzen. Und dann ist es kein Problem mehr. Du bist, glaube ich, der Lieblingsmensch in der Klasse hier. Dann kommen alle und wollen bei dir die Stifte anspitzen. So macht man sich Freunde. Ja, natürlich. Dann hat man ganz viele Freunde auf einmal. Das geht. Zack.
Das ist der Friendmaker hier. Und jetzt müssen wir noch mal betonen, für 2,50 Euro. Wo bekommt man heute noch was für 2,50 Euro? Ich kann es Ihnen sagen, in der 5-Euro-Mega-Show als letztes Produkt. Die Bestellnummer ist die NX5761 und die 569. Auch dieses Produkt dürfen Sie bis zu 5-mal bestellen. Für die Enkel, die in die Schule gehen, für die Kinder, die studieren oder auch für die Damenwelt, die ihre Lipliner, Kajal und was war das andere noch? Augenbrauenstifte. Ja. Ich kenne mich da nicht so aus, aber es macht natürlich auch Sinn, dass die spitz sein müssen. Wenn sie stumpf sind, kriegst du breite Augenbrauen, oder? Nicht so schön. So daumendicke Balken überm Auge. Ja. Naja, in den 90ern war das mal hip. Ja, aber wir sind nicht in den 90ern. Das war eine sehr gute Antwort. Deswegen brauchen Sie einen Spitzer. Und das war es eigentlich auch schon fast wieder. Nee, um genau zu sein, das war es de facto. Ja. Mit unserer 5-Euro-Mega-Show. Und ich glaube, dass wir Sie verwöhnen konnten. Mit reichlich Schnäppchen, die wir Ihnen gezeigt haben. Da wird ja aus jeder Produktgruppe das passen. Was hat dir am besten gefallen? Die Haarbürsten. Die Haarbürsten. Aber auch der Gürtel mit dem Reißverschluss. Auch cool, oder? Oder die Kuscheldecke, die Messer. Das waren tolle Produkte. Die Tischlampe. Also alles. Die Tische ganz am Anfang. Ja, mit der Skiladestation. Ja. So, Sie holen sich jetzt Ihr Lieblingsprodukt, bevor Ihnen alle anderen die Schnäppchen vor der Nase wegschnappen. Und bleiben Sie auch gerne noch bei uns, denn eins ist sicher, es geht auch jetzt wieder spannend weiter.